Jo. Und damit erstmal willkommen zurück zu Tech Force 3. Ich finde die spannendsten Wege, Treppen hochzukommen. Was meinst du, Sternkaiser? Ich hoffe, du bist nicht gefallen. Wir müssen einen neuen Story-Modus beginnen, habe ich gehört, wenn wir noch weiter zocken wollen. Beim letzten haben wir, glaube ich, gerade erst durchgespielt gehabt. Fällt mir aber gerade ein. Ich wollte noch. Ne, ich spiele ein Rando. Achso. Was spielst du, Zelda Rando? Wirst du dir die Veröffnungsveranstaltungen an? Nein, keine Eröffnungsveranstaltungen. Wir können theoretisch mal ein paar Booster Packs herschießen, indem wir einfach Stories starten und sofort wieder stoppen. Zum Beispiel mit so ein paar Leuten, mit denen ich im Leben eigentlich nicht spielen wollen würde. Hier Jim Crocodile hat zum Beispiel noch ein Pack, das wir freischalten, einfach nur indem wir ihn nehmen. Guten Morgen, schon wach, Alex. Lass uns alle gute Freunde sein, okay? Sieht so aus, als mag dich Karen? Karen? Okay. Das besorgt mich. Goodbye. Wer? Ich gehe. Ist das dein Krokodil, das du auf dem Rücken trägst? Du bist weird. Ich gehe in den Shop. Wir haben ja immerhin fast 30.000 DP, die wir für irgendwas ausgeben können. Also warum sollten wir das nicht tun, ne? Können wir mal hier ein paar Duellanten schnappen und einfach Karten sammeln. Naja. Da haben wir felsenfeste Taktiken. Davon haben wir erst 13%. Einfach nur, weil wir ihn momentan dabei haben, dürfen wir uns das Pack hier kaufen. Was ist denn da so Feines dran? So Dinge wie der Minengolem, Wächterstatue, Blockmann, beste Karte. Sandmutter, antikes Gefäß, beste Karte. Grab-Oja, großer Geist, Hierakosphinx, ganz nett. Oh, Valkyrion, jawohl, Zeit für ein Magnetkrieger-Deck. Zerstörer-Golem. Hier hatten wir schon Alpha-Magnetkrieger, direkt fünfmal, yeah. Muka Muka, die beste Waffe. Absolute Trumpfkarte. Beta-Magnetkrieger, oh, nur zweimal. Der beste Magnetkrieger ist nur zweimal drin, wie immer. Wo ist Gamma-Magnetkrieger? Der Sphinx. Pott der Helfer, mein Gott. Das Ding ist rare. Sehe ich richtig, dass das Ding eine silberne Schrift hat? Pott der Helfer? Ist eine Rare-Karte? In welchem Universum würde irgendwer Pott der Helfer spielen? Großes Sphinx, Brillengolem, Kryosphinx, Lebraune, hoi hoi, einen wunderschönen guten Nachmittag. Alles gut bei dir? Willkommen im Stream. Haben wir echt keine Gamma-Magnetkriege gekriegt? Habe ich das richtig gesehen? Wir haben Valkyrons dreimal, Alphas irgendwie 80 Mal, Beta zweimal, aber keinen einzigen Gamma gekriegt. Ich meine, ich würde sowieso keinen Magnetkrieger-Deck bauen, zugegebenermaßen, aber es verwundert mich. Wie viel Prozent des Packs haben wir denn dadurch? 86%, ja, das reicht mir doch vollkommen aus. 14 Uhr Feierabend und morgen bis 13 Uhr arbeiten. Der schöne Samstag. Ja, dann speichern wir doch mal direkt die Daten hier. Jawohl. Und dann können wir uns einfach einen anderen Tech-Partner schnappen. Dann kann ich jetzt nämlich so tun, als hätten wir mal das Pack von ihm freigeschaltet quasi. Da gibt es noch mehr Duellanten, von denen wir einfach die Packs erschießen können. Unter anderem von Leuten, die wir sonst im Leben nicht benutzen wollen würden. Auf der blöden Internetseite, die ich zum Unlocken aufgeschlagen habe, wo steht, wie man die Packs freischaltet. Ich meine, wir haben ja schon mal festgestellt, dass die offensichtlich größtenteils falsch sind, die Informationen, die ich da gefunden habe. Aber da steht, dass man das Spiel halt mit all diesen Duellanten durchspielen muss, um die Packs zu kriegen. Wenn ich gewusst hätte, dass wir die Packs kriegen, indem wir sie einfach nur einmal auswählen, hätte ich das schon beim Spiel mit Alexis gemacht, weil von der Fontäne kriegen wir nämlich, wie es aussieht, ein Feen-Booster-Pack einfach so, wenn wir die einfach nur kurz als Tech-Partner ausgewählt haben, ohne dass wir mit ihr durchspielen müssen. Das wäre in der Kombination mit Alexis mit ihrem bescheuerten Valhalla wahrscheinlich gar nicht so schlecht gewesen. Nicht, dass Alexis das hier mal sinnvoll benutzt hätte, aber wir hätten es vielleicht sinnvoll benutzen können. Aber wir konnten uns ja kein passendes Deck bauen, weil uns die Feen einfach gefehlt haben. Hey, Dorothy, lange nicht gesehen. Der Leader of Games. Hallihallo. Wunderschönen Nachmittag auch an dich. Mach dir bequem. Wie ist dein Freitag so? Wie geht's dir? So, ein himmlisches Zeichen, bitte.
Was haben wir denn da so? Die Feuchtigkeitskreatur, eine der merkwürdigsten Kreaturen überhaupt in Königreich der Illusionen zu bekommen. Zera Flügelweber, Parshev, Good Olds, Merk, Freya, Kuribo Level 9, Kelbeck, Dimensionseid, was ist das? Einmal pro Spielzug kannst du die oberste Karte deines Decks aus dem Spiel entfernen. Diese Karte hält bis zur Endphase 500 ATK. Wenn diese Karte zerstört von deiner Spielzeitseite auf den Friedhof gelegt wird, kannst du eine deiner aus dem Spiel entfernten Monster bestimmend auf die Hand zurückgeben. Okay. Spannend. Arschmüll und Brille, Geralt, verbannte Strahlen, Silberpfeil und Bogen, jawoll. Hekatris, Sturmdrache, Launche, Göttern. Zeta, wundersame Ankunft, Athena, Schnattus Arche, jawoll. Sendbote Saturn, Kotodama, finstere Valkyrie, finstere Valkyren sind nett. Izanagi, Tualatin, Waterpon, die Karte für echte Männer, Kugel des mystischen Scheins. Venus, Cerato, Verbanner des Lichts, Keldo, Engel 07, Neoparschaf, hinfort, Schurke! Cerato, leuchtende Abgrund. Oh, Honest, hier ist Honest drin. Wir haben nur Honest gezogen. Ja, tatsächlich was Sinnvolles. Ich meine mich zu entsinnen, ich habe mal Ewigkeiten ein anderes Pack gezogen, um auch nur eine einzige Honest jemals zu kriegen. Jetzt kriegen wir hier eine Honest raus. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu spät. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir noch Lichtdecks spielen werden, aber wir haben noch eine Honest. Oka, Sendbote Mars, Lunams, Nova-Beschwörer. Hey, der Nova-Beschwörer. Wir haben auch endlich einen Nova-Beschwörer. Ja, das war wirklich sehr nützlich gewesen zu haben, bevor wir mit Alexis durchgespielt haben. Jetzt ist es zu spät. Senku. Goryu, Zeradias, Himmelsplage Enrise und das war's. Vater war bis jetzt ganz entspannt, mir geht's gut, hoffe ich auch. Ja, kann mich gerade tatsächlich nicht beschweren, glücklicherweise. 93%, mein Gott. Werde zwar die nächsten Tage wieder viel arbeiten müssen, wenn es wieder soweit ist, weil ich in der Ferienzeit sehr viele Schichten bekommen habe, wie das so ist. Aber es liegt auch ein bisschen daran, dass wir, habe ich glaube ich schon mal erzählt, demnächst umziehen und dementsprechend brauche ich da ein paar Tage frei, also muss ich jetzt ein paar Tage vorarbeiten dafür. Tiamat, einen wunderschönen guten Nachmittag auch an dich. Wie läuft's bei dir? Kommst du gut in den Samstag rein? Ist dein Freitag quasi schon vorbei? Oder musst du noch was tun heute? So, Story-Modus. Dann tun wir mal so, als bräuchten wir das Pack von Fonda Fontaine da auch nicht mehr quasi freizuschalten. Jetzt haben wir es einmal gehabt. Nö. Dann haben wir hier noch einen Experten, mit dem ich im Leben nicht freiwillig spielen würde, weil sein Deck so schlecht ist. Aber wir haben Spieler freigeschaltet. Haben wir den Spieler freigeschaltet. Letztens, als wir Tag-Duelle gemacht haben, habe ich nur, als wir KI-Duelle gemacht haben, habe ich zufällig gerandomt, dass Spieler als einer der antretenden Charaktere dabei sein soll. Und ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum Spieler überhaupt nicht in der Liste ist und wir haben den ja noch nie gesehen. Und dann habe ich versucht nachzugucken, wie man den freischaltet. Und da stand irgendwo, dass man eine Alexis-Story durchspielen soll, um ihn freizuschalten. Aber nachdem die Alexis-Story durch war, war der noch nicht freigeschaltet. Den haben wir jetzt gerade durch irgendwas, was wir gerade getan haben, erst freigeschaltet. Es war nicht, weil wir Alexis-Story durchgespielt haben. Ganz weird. Anyway, Jubel. Von dem habe ich gesprochen. Mit dem kannst du auch nicht freiwillig spielen. Der ist ja auch so schrecklich. Der Deck von ihm ist ja komplett nutzlos. Es ist Zeit, Alex. Zeit, dass Jaden versteht, wie sehr ich für ihn empfinde. Alles klar, geh weg. Das ist natürlich der andere Grund, warum man Jubel nicht hinter sich haben will. Jesus Christ. Sind Semesterferien, aber alles locker. Ja, das ist natürlich dann ganz easy. Semesterferien in den Osterferien. Jaden. Alter Falter. Ja. Ja, man, wie gesagt, man sieht, warum man Jubel aus mehreren Gründen gleichzeitig nicht hinter sich herziehen möchte. Das ist ja. Ich spiele zurzeit sehr viel Final Fantasy 14. Ah, bist du schon auf Maximallevel und musst dafür bezahlen oder bist du noch in der Free-to-Play-Phase von Final Fantasy 14?
Zwielichtherrscher. Dann kaufen wir uns mal ein paar Ungeheuermonster von dem Kollegen. Gab, der göttliche Krieger, was ist das? Solange diese Karte aufgedeckt auf dem Feld liegt, müssen alle Monster aufgedeckt in Angriffspositionen liegen und können nicht mehr zugedeckt werden. Flip-Effekte sind nicht aktiviert. Einmal im Zug kannst du alle Monster vom Typ Unterwäldler auf deiner Hand deinem Gegner zeigen. Die ATK dieser Karte hat so viel ATK wie die Anzahl der gezeigten Karten mal 300. Spannende Karte. Ich habe hier bei der Jaden gesagt, ja, ein oder zweimal. Hier sind die ganzen finstere Weltkarten. Malicious Edge. Ja, wenn man mal finstere Helden spielen will. Doppelköpfiger Wolf, Schleifgolem. Elementarunterwäldler, Totenkopfreiter, die Dunkeltodesfurcht-Klassiker, Lobster Silver, ja, Himmelssprenger, Cyril Mönch der finsteren Welt, Sure Ritter der finsteren Welt, finsteres Abkommen, ja, all die finsteren Weltkarten, Beige, gefangener Unterwelt, der König, Gods, ey, wir haben Gods gekriegt. Wir hatten bis jetzt noch gar keinen und der ist natürlich auf 1 limitiert, weil das ist Gods. Cool, wir haben Gods. Da beschwere ich mich nicht drüber. Außerdem die Dämonenschrei-Karten hier. Wunderschön übersetzt, wie immer. Jedes Spiel übersetzt die irgendwie so frei für sich. Freier Phantom. Schlesetem. Karten der sicheren Wiederkehr. Nicht limitiert. Patronus Theben. Finsterniszerstörer. Dafür, dass du einen goldenen Namen hast, habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, was du bist. Diese Karte kann nicht als Spezialbeschwörung beschworen werden. Diese Karte kann während jeder Battleface zweimal angreifen. Mhm. Während eines Kampfes zwischen dieser Angreifenden und einem Monster in Verteidigungsposition macht sie Durchschlagsschaden. Okay. Auch 7 Sterne, das Viech. Interessant. Noch ein Taktiker der finsteren Welt. Goblin Elite-Angstruppe. Friggin' Jubel, wer hätte es gedacht? Grabhüter. Scheibenklingenfahrer. Exil des Bösen. Rainbow. Bro. Finstere Resonator, das ist nice. Finstere Resonatoren sind extrem gut. Herrscher, der Dunkelheit beschwört. Verrückter Erzunterwäldler, Belial. Noch mehr Jubel, aber den hatten wir sogar schon. Böser Held, Infernal Prodigy. Himmelsplage, Norellas. Ach, der Selbstzerstörungsknopf. Dessen nicht limitiert und nicht gebannt in dieser Generation. Das ist ein absoluter Traum. Das ist ein absoluter Traum. Bombenmagie des dunklen Herrschers. Ja. Finsterer Jäger. Unendliche Finsternis. Blitzgewitter der finsteren Welt. Und ein paar interessante Sachen. Ich habe es bis Level 50 for free gespielt. Habe mittlerweile mir die Standardversion geholt. Auch wenn ich ein paar Level vor mir hatte, weil ich interessiert war, alle Funktionen frei zu haben. Naja, dann scheint es dir ja wirklich sehr zu gefallen. Ja, sind wir auf über 80% mit dem Pack ebenso, das ist sehr schön. Und unsere gecheckerte Flagge ist inzwischen schon auf 77% hochgeschossen, nachdem wir zu viele neue Karten gekauft haben. Dann schmeißen wir auch Jubel direkt wieder in die Tonne. Wer spielt schon gerne mit Jubel? Dann habe ich immer noch einen auf meiner Liste, den wir mal eben schnell anheuern können, um ein Booster-Pack mit ihm freizuschalten. Slyrix, einen herzlich willkommen im Stream. Let's Play, super, vielen Dank. Ich weiß zwar nicht, welches LP du meinst, aber vielen Dank. Was guckst du denn? Und überhaupt, wie ist dein Freitag? Geht's dir gut? Story-Modus von Beginn an starten. Achso, Tag Force 3. Ja gut, das ist das, was aktuell läuft, also. Öffnungsveranstaltung ansehen? Nein. Wie gesagt, wir haben ja noch einen Experten. Bei dem wäre es wahrscheinlich noch nicht mal so schlimm, mit ihm zusammen richtig zu spielen, Mr. Nightshroud. Aber er gibt uns ein Pack, also machen wir das mal eben. Jubel hat vor kurzem im TCG sogar sehr guten Support bekommen. Ist heutzutage echt gut als Deck spielbar. Ist ja fast schon traurig. Diese 1000 Jubel-Kombinationen-Karten, die es in Tag Force 3 schon gab, sind interessant, aber halt in keiner Form nützlich. Dann kaufen wir auch für den Kollegen hier noch eben ein. Das Paar.
Carving hier ist manchmal echt ein Traum. Und dann können wir uns einen ernsthaften, in Anführungsstrichen ernsthaften Tag-Partner auswählen, mit dem wir noch mal durchspielen wollen. Dann haben wir auch langsam hier einen Großteil der Packs. Drachengeschichte. Wir sind nach langer Zeit mal wieder unter 10.000 DP gefallen. In dem Spiel kriegt man die ja zum Glück ziemlich nachgeworfen. Ach, der Montagedrache für die normalen Monster-Decks. Rotäugige Finsternisdrache. Axtdrachenrute. Superlegierungsungeheuer Raptinus. Passt überhaupt nicht in die Zeile. Zwillingsmonster und Zwillingsmonster. Alle Zwillingsmonster auf dem Spielfeld werden als Effektmonster behandelt und erhalten ihre Effekte. Ach, das war das, ja. Perle ist doch ein Trugbilddrachen. Elementardrache, Edelmetalldrache. Oh, der Meister des Drachensoldaten. Kaiberman. Drachenurnen des Infernos. Dunkler Drache, neues Synchromonster. Immer her damit. Drachentyrann, leuchtender Drache. Blue Eyes, aber nur zwei davon. Dammit. Drachenrufflöte. Finstere bewaffneter Drache. Oh! Finstere bewaffneter Drache. Nicht limitiert! In keinster Form limitiert. Dann muss das ja noch die Generation der absoluten Hochzeit von finsterer bewaffneter Drache sein. Und außerdem direkt dreimal bekommen. Um es noch ein bisschen schlimmer zu machen. Rotäugiger finsterer Metalldrache. Ja, das ist natürlich noch viel besser als ein finsterer bewaffneter Drache. Bauen wir ein Deck um den rotäugigen finsteren Metalldrache. Göttlicher Drache, Exilion, schwarzer Totenkopfdrache, Lanzen, Dragonhut. Hab ich nicht gerade schon gesehen? Leuchtender blauäugiger Drache, Dracheneis, rotäugiger Lindwurm, stinknormaler, schwarzer Rotauge, Drachen ohne Zerstörung, schwarz glänzender Soldat, Malma Degandra, stampfende Zerstörung, schwarzes Küken. Finsterer Horus, Ryugeist, Urmaterialdrache, Tigerdrache, Speerdrache, König Dragoon, Weißhorndrache, Herr der Drachen, Drachenschatz, ziemlich viel absoluter Müll. Und das war's dann auch schon wieder. Aber hey, dreimal der finstere bewaffnete Drache. Und wir haben auch direkt 90% von dem Pack. Mein Gott. Ich meine, was will man noch mehr daraus als drei finstere bewaffnete Drachen? Unsere gecheckte Flagge ist jetzt schon auf 79%. Mal 1%, dann haben wir 80% aller Karten im gesamten Spiel. Die ganzen Packs, die wir so zur Verfügung haben, die haben wir schon auf über 80%. Jetzt sind mir leider die Packs ausgegangen, von denen ich zumindest aktuell weiß, dass wir da einfach einen Tag-Partner wählen können und dann haben wir sie. Was sehr schade ist. Alle Voraussetzungen, die ich bis jetzt gefunden habe für Dorothys Spezialpack, das eigentlich hier sein müsste, haben irgendwie nicht funktioniert. Meine letzte Idee dazu wäre auch wirklich einfach nur mit Dorothy durchzuspielen, aber da habe ich auch so überhaupt keine Lust drauf, das glaubt ihr gar nicht. Speichern abgeschlossen. Okay, aber wir haben auch noch zwei Seite 1 Land, mit denen wir nicht durchgespielt haben. Ich schätze, davon können wir uns mal welche schnappen. Fortfahren. Jawohl. Toro macht aber Spaß. Vielleicht hat sie ja ein nicht komplett unspielbares Deck, aber wahrscheinlich wird es auch nicht gut sein. Um Gottes Willen, nein, keine Öffnungsveranstaltung. Dankeschön. Die will doch keiner sehen. Okay, wir haben auf Seite 1 eigentlich nur noch Chess und Bastion. Alle anderen haben höchstens noch andere Formen von sich selbst, mit denen wir durchspielen könnten. Klein Blair. Wir könnten Angry Bastion nehmen. Wollte nicht beim letzten Mal irgendjemand Angry Bastion als Tag-Partner haben? Wir nehmen mal Angry Bastion. Jetzt werd ich rot. Jesus Christ. Ich weiß, warum ich den nicht mag. Wie wollen wir denn ein Tag-Team mit Bastion? Da habe ich überhaupt keine gute Idee für. Bastion, nicht übel, das starke Deck. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was Bastion hier spielt. Vor allem nicht in seiner Angry-Form. Friendly Experiment. Ja, irgendwie so.
So, ist fertig. Das ist unser Tag Team. Geh weg, Bastion. Okay. Alter, kann ja auch von rot zu werden. Das nervt mich ja jetzt schon. Hey Alex, schönen Morgen, was? Wir werden jetzt für eine Weile Partner sein. Tun wir unser Bestes, ja? Warum siehst du so traurig aus? Du meinst, das hier ist die letzte Chance, um ein Partner zu sein? Wovon redest du denn da, Alex? Ich sehe es eher so. Wir haben noch unsere ganze Zukunft vor uns. Alles klar. Geh weg, Bastion. Als allererstes gucken wir mal ganz kurz in den Laden. Ich habe nämlich in keiner meiner Notizen gefunden, dass er uns ein Pack freischaltet, wenn wir ihn als Partner nehmen. Trotz allem würde ich natürlich gerne wissen, weil wir hatten Bastion noch nicht als Partner und eigentlich jeder Seite 1 Dollar gibt uns ein eigenes Booster-Pack, wenn wir den nehmen. Gibt Bastion echt kein eigenes Booster-Pack, wenn wir ihn dabei haben? Doch, tut er. Es stand nur nicht in der Liste. Es gibt uns einfach ist am besten. Dieses Pack enthält sehr, sehr, sehr einfache Monster. Oh Gott, das klingt nicht gut. Das habe ich aber in meiner Liste, Simple is Best. Und das habe ich schon versucht in der Vergangenheit zu kriegen. Da hatten wir schon mal drüber gequatscht. Die Voraussetzung, die auf der Seite, die ich gesehen habe, stand, war, dass man einen Seite 3 Charakter als Partner benutzen soll. Und das hat nicht funktioniert. Die richtige Antwort war, man muss Bastion als Partner benutzen, dann funktioniert's. Ja gut, damit haben wir Seite, also Reihe 1 und Reihe 2 auf jeden Fall komplett voll. Und wenn wir hiervon ein paar Monster kaufen, da ist sowieso nur Trash drin, wenn ich mir das hier so angucke. Wir kaufen einfach mal 3 davon, dann haben wir hoffentlich fast 100%. Da ist Key Mace drauf, also... Schlüsselschwerträger können ja gar nichts, wie wir wissen. Oh, guck mal, es ist Wasser und Motor, eine zensierte Karte. Ja, das war zu erwarten. Alles trashige Normalmonster, die nichts können. Also wirklich gar nichts können und in keiner Kombination gespielt werden. Der Einsame, was ist das? Aktiviere diese Karte, wenn 2 oder mehr Monster auf der Spielfeldseite deines Gegners liegen. Dein Gegner wählt ein Monster. Dann wählst und zerstörst du ein anderes Monster. Was? Aktiviere diese Karte, wenn 2 oder mehr Monster auf der Spielfeldseite deines Gegners liegen. Dein Gegner wählt ein Monster, dann wählst du... Also, okay, und dann wählst und zerstörst du ein anderes Monster. Okay. Dann spezialbeschwöre dieses Monster aus dem Friedhof des Gegners in Angriffsposition. In dieser Battleface kann ich angegriffen werden. Das ist gar nicht so schlecht. Das ist gar nicht so schlecht. Karte kenne ich gar nicht. Was hat er jetzt daraus ein Deck? Das können wir uns in Stufe 1, Stufe 2 Deck mit Taktik des Mastangriffs bauen. Eisnixer für Unfug. Ist hier sonst noch irgendwas Spannendes drin? Oder nur diese eine Zauberkarte, die tatsächlich irgendwas kann? Gottes Willen, sind das viele Karten! Guck mal da rechts, wie langsam der runterscrollt! Wie viele sind das denn? Warum sind hier so viele nutzlose Normalmonster in diesem Spiel? Es ist schon klar, dass die leicht einzuprogrammieren sind, aber... Was soll das denn? Gottes Willen, wir haben gerade wahrscheinlich gute 10% der Gesamtkarten im Spiel nochmal oben drauf gekriegt. Was soll das denn? Was ist dieser Trash? Das ist doch nur diese eine Zauberkarte. Diese eine einzige Zauberkarte, die irgendwo... Ja, das war's. Diese eine Zauberkarte, die dazwischen irgendwas hat. Ach, guck mal, wir haben die Schlüsselkeule. Ist noch nicht mal rare. Traurig. Okay, wie viel Prozent haben wir denn? Wir haben nur 82% des Packs bekommen. Komm, wir kaufen nochmal ein Display davon. Jetzt haben wir 90% des Packs. Und dadurch haben wir... Oh. Okay. Hat gecheckerte Flagge doch nicht alle? Vielleicht hat gecheckerte Flagge nicht diese ganzen Trash-Normalmonster drin und deswegen hat sich hier die Prozentzahl nicht erhöht. Na gut. Es überrascht mich jetzt, dass gecheckerte Flagge nicht mehr gekriegt hat. Anyway. Wir checken jetzt mal, was Bastion eigentlich für ein Deck hat. Woody. Du darfst dich mit uns duellieren. Ja, ja, ja. Und zwar deine Partner-Duelle. Okay. Unser erstes KI-Duell für heute. Starten jetzt mal eine Vorhersage. Geht aber nur für eine Minute, also müsst euch schnell entscheiden. Was glaubt ihr, wer wird gewinnen?
Wird Bastion oder wird Woody dieses Duell gewinnen? Ihr habt eine Minute Zeit, um Kanalpunkte darauf zu setzen, ob Bastion oder Woody gewinnt. Ich habe keine Ahnung, was Bastion für ein Deck hat, aber wir werden es jetzt gleich herausfinden. Aber gegen Woody haben wir schon mal irgendwann verloren. Es kann sein, dass Woody nicht komplett nutzlos ist, was auch immer er hat. 40 Sekunden, um darauf zu setzen, ob Bastion oder ob Woody hier gewinnen werden. Ja, soweit. 100% der Punkte auf Bastion. Noch hat niemand auf Woody gesetzt. Ihr könnt Punkte abstauben, indem ihr auf Woody setzt, wenn Woody Bastion dann besiegen sollte. 10 Punkte auf Woody. Sehr verhaltener Gegeneinsatz. 600 Punkte auf Bastion. Great Killer, Lealo, du bist gerade pünktlich, um noch so gerade eben schnell einen Punkteeinsatz zu bringen, wenn du möchtest. Mein Gott, noch mehr Punkte auf Bastion zu setzen, bringt nichts. Ihr gewinnt nur 10 Punkte von Woody, weil nur eine Person auf Woody gesetzt hat und die auch nur 10 Punkte reingepumpt hat. Ja, das ist ein sehr, sehr ungleicher Wetteinsatz heute. 2600 Punkte auf Bastion von 3 Leuten, nur 10 Punkte auf Woody von einer Person. Sollte diese eine Person, die auf Woody gesetzt hat, dieses Duell gewinnen, staubt sie mal eben 2600 Kanalpunkte ab, weil es ansonsten keine weiteren Einsätze dazu gab. Das ist, hui, das könnte schmerzhaft werden. Wie ist es bei dir, Great Killer? Alles gut? Schauen wir uns das Duell doch mal an. Es duellieren sich Woody gegen Bastion Misawa mit Bastion Misawa 08. Dass sie überhaupt so viele Decks für eine Person drin haben. Bastion hat Elementarhelden? Okay, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Blade Edge, Polymerisation, fusioniert zu Edgelord. Okay. Elementarheld Wild Edgelord. Wunderfusion obendrauf. Wunderfusion von Wildheart und Edgelord zu doppeltem Wild Edgelord. Und zusätzlich ein Stratos. Kartenauswerfer auf der Hand. Gegner wird sein Monster mal kurz geklaut und attackiert sich deswegen selber mit einem genverzerrten Kriegswolf. Direkter Angriff mit Wild Edgelord und Wild Edgelord in die Lebenspunkte. Jesus Christ. Kartenauswerfer in Verteidigungsposition. Woody am Zug. Gehirnkontrolle. Das ist tödlich. Wild Edgelord wird gestohlen und geopfert für einen Einbildungsunterweltler. Hätte lieber in den Suicide gehen sollen. Es vernichtet den Kartenauswerfer. Wild Edgelord immer noch einmal auf dem Feld, zerstört den Einbildungsunterweltler. Die Geburt eines Helden wird verdeckt gespielt, aber es gibt gerade keinen Helden, der geboren werden könnte. Rasender Gorilla im Angriffsmodus, sehr sinnvoll, weil er gezwungen wird anzugreifen. Da hat die KI immer wieder null drüber nachgedacht. Bastion Misawa am Zug, hat Neos gezogen. Direkt Angriff in die Lebenspunkte mit Elementarheld Wild Edge. Woody am Zug scheint sich hier nicht großartig wehren zu können, geht in die Verteidigung, aber Wild Edgelord hat Durchschlagsschaden. Eiliger Notruf sucht sich mit einen Stratos raus, spielt Stratos, sucht Stratos, Stratos in Stratos und Stratos. Es ist ein Null-Verteidigungsmonster. Oh, er hat doch keinen Durchschlagsschaden. Ich dachte, er hat Durchschlagsschaden. Ich könnte schwören, er hat Durchschlagsschaden. Ne, Wild Edgelord hat echt keinen Durchschlagsschaden. Nichtsdestotrotz hat Wild Edgelord ihn besiegt und Stratos greift in die Lebenspunkte an. Woody hat verloren. Totale Vernichtung. Bastion gewinnt. Und somit gehen 2610 Punkte an Leader of Games und zwei weitere Personen, die auf Bastion gesetzt haben. Ich kann, glaube ich, jedes Monster einmal angreifen. Ja, 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 das war... Ich dachte, der hat den Durchschlagseffekt auch geklaut, aber okay. Dann war es nur, dass er jeden einmal angreift. Kumpel, bist recht gut, das war ein schönes Spiel. Bin immer für ein Duell zu haben, sag halt Bescheid, ja. Ne? Alles klar. Alles klar. Sadie, hi, lange nicht gesehen. Wie sieht's denn mit Elementarhelden-Packs aus? Wir haben doch bestimmt hier Jaden's Pack oben irgendwo. Da haben wir auch 92% von.